Hey Leute, Toppe hier und willkommen zu 3 Tipps für dein Gameplay. Heute für die Map House und fangen direkt an mit dem ersten Tipp. Für diesen Tipp spawnt ihr am besten hier bei der Baustelle. Und ihr wisst ja, hier müsst ihr aufpassen, da oben kann immer gespawnpeakt werden. Wenn ihr wisst, dass da gespawnpeakt wird und ihr euch damit nicht anlegen wollt, lauft hier rechts rum. Macht das auf jeden Fall direkt nach dem Spawn. Und dann geht's hier direkt an diese Wand. An der Wand angekommen, geht's hier an der Seite hoch. Und das erste an diesem Tipp ist, dass ihr quasi innerhalb von 15 Sekunden hier oben reingucken könnt. Das heißt, wenn das Objective hier oben ist, läuft hier schon mal gerne noch ein Gegner rum und ihr kriegt eventuell einen Easy Kill. Aber der eigentliche Tipp, den ich euch hier zeigen will, geht sich da hinten um diese Kammer, um diesen Schrank hinter diesem Schrank. Dieser kleine Raum, die Abstellkammer, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Dort sitzt ja meistens ein Gegner und wenn Jäger noch seine ADSs drin platziert hat, ist es sehr schwer, den Gegner rauszubekommen. Allerdings, wenn ihr Ashe spielt und hier hingeht und mit eurem Gadget auf diesen weißen Schrank schießt, geht der ganze Schrank kaputt und ihr könnt in diesen Raum dahinter reingucken. Und von hier aus, wenn er sich dann da bewegt, ihr könnt nicht ganz die rechte Seite sehen. Aber ihr habt auf jeden Fall einen guten Blick in den Schrank rein. Und wenn der Gegner dort drin ist, habt ihr den Kill. Als Zusatz zu diesem Schrank will ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, hier steht auch so ein Schrank und der Trick klappt auch. Also diese Schränke lassen sich auch mit Impact-Granaten zerstören. Das heißt, wenn ihr hier diesen Raum verteidigt, was ja bekanntlich der schlimmste Raum zu verteidigen ist auf Haus, könnt ihr einfach hier gegen eine Impact-Granate werfen, wie ich es jetzt mit Ash mache, und dann könnt ihr den Raum von hier hinten von den Stairs verteidigen. Also es sind quasi zwei Tipps in einem hier. Könnt euch das Loch noch ein bisschen größer machen. Das Einzige, wo man darauf achten muss, ist diese Tür hier als Verteidiger. Das wäre der erste Tipp. Für den zweiten Tipp haben wir den Operator gewechselt. Ihr seht, ich bin jetzt Termite. Und der zweite Tipp nennt sich Blackbeard Garage Open. Das heißt, ihr öffnet die Garage in einem Weg, die sehr overpowered in Kombination mit Blackbeard ist. Dafür repellt ihr hoch an der Garage, legt die Ladung so weit oben wie möglich an. Das wird dazu führen, dass die Garage ausschließlich oben geöffnet wird. Und ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, was ich meine, warum es Blackbeard Open Garage heißt. Weil wenn da jetzt ein Blackbeard steht, kann er easy mit seinem Schild da oben drüber gucken und er kann nicht am Körper getroffen werden. Die Garage unten bleibt reinforced und ist quasi Deckung. Aber selbst wenn ihr keinen Blackbeard habt, ist das manchmal ein sehr guter Weg, die Garage zu öffnen. Ihr könnt zwar nicht über dieses Loch rein in bestimmten Fällen, allerdings wenn ihr runter geht, habt ihr noch eine Deckung, beziehungsweise wenn ihr nachladen müsst, könnt ihr euch einfach hinlegen und liegt quasi hinter der Deckung der verstärkten Garage. Wenn ihr die Ladung ein bisschen weiter unten platziert, könnt ihr die Garage auch so öffnen, dass ihr über dieses Loch reingehen könnt. Allerdings ist der Schutz unten dann deutlich weniger, als das bei der ersten Methode war. Als letzten Tipp wollte ich euch eigentlich zeigen, wie man an diesen Spawn-Peep-Punkt rankommt, ohne ein C4 zu verschwenden, beziehungsweise irgendwas zu verschwenden. Allerdings kamen jetzt ja mit Patch 4.2 Impact-Granaten raus und deswegen ist dieser Tipp nicht mehr so wertvoll. Ich zeige es euch hier trotzdem. Ihr springt einfach auf das Geländer drauf und dann lauft ihr in die Richtung von diesem Punkt und drückt nochmal Leertaste mit richtigem Timing und ein bisschen Übung. Schafft ihr das, wie ich es gerade im Video gemacht habe und dann könnt ihr da oben hoch, ohne irgendwas zu verschwenden. Stattdessen zeige ich euch lieber noch ein bisschen was zu vertikalem Gameplay auf Haus. Das heißt, dass ihr ein paar Spots kennt, wenn ihr über diesen seid, beziehungsweise unter diesen seid. Das sind meistens Spots, wo gerne gecampt wird, beziehungsweise wo sich gerne Verteidiger aufhalten. Beim ersten Spot geht es sich nochmal um diese Kammer oben neben dem Hauptschlafzimmer. Der Tisch unten in der Küche steht genau unter dieser Kammer und markiert sie quasi. Und ihr könnt den Boden von unten aufbacken oder wie ich gerade im Video einfach auffletschen und dann seht ihr die Verteidiger, die über euch stehen. Tipp Nummer 2, auch oben fürs Hauptschlafzimmer, wenn einer hinter diesem weißen Schrank ist, könnt ihr ihn von unten mit einer Granate durch den Boden killen. Ihr seht, ihr müsst nur an diesem Fenster da außen hängen und vor allen Dingen ziemlich weit links in die Ecke werfen. Ich habe sie auch beim ersten Mal verkackt, aber beim zweiten Mal klappt's und da seht ihr auch genau, wo ihr ungefähr hinwerfen müsst, um den von unten zu kriegen. Hier direkt vor den Treppen befindet sich das weiße
Auto, was hinten in der Garage steht, beziehungsweise genau der Raum dahinter. Und hier stehen ja oftmals Gegner und hier könnt ihr das wunderbar mit Bug öffnen und dann mit Sledge, um die Gegner, die man von draußen nicht einsehen kann, wenn man die rechte Seite öffnet, wegzuholen. Ihr könnt da echt bis fast ganz nach vorne an die Garage gucken. Dieser Spot ist auch immer sehr beliebt zum Campen, wenn oben verteidigt wird. Und wo das genau unten ist, zeige ich euch jetzt. Ich mache hier schon mal ein Loch rein, um es zu markieren. Und zwar geht ihr dafür hier unten in diesen kleinen Raum. Und da könnt ihr das gleiche wieder mit einer Granate machen. Einfach hier so gegen. Bisschen triggern. Und der Gegner da oben müsste Matsche sein. Das waren meine drei Gameplay-Tipps für die Map House. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen für die nächste Runde auf House. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du neu bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere für mehr Rainbow Six Content. Aber bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich jetzt. Haut ihr rein, euer Topper.